So, herzlich willkommen zurück zu MyTest Creator Server Let's Play. So, die ersten beiden Sachen haben wir schon mal abgeschlossen. Schornstein haben wir. Innere Dachschräge haben wir. Jetzt kommt das Dach vom Hotel reparieren und Bahnstrecke in neue Dorfsiedlung. Oh mein Gott. Stimmt, das sollten wir auch noch machen. Küche haben wir auch noch keine. Das hatte ich mal irgendwie mal angesprochen gehabt in einer der ersten Folgen und ja, wie man sieht, haben wir bis heute keine. Und dann habe ich in irgendeiner Folge 59 Zink im alten Minenschacht. Gut, da muss ich mal nochmal in die Folge reingucken, was ich hiermit meine. Empfang, Hotel, Teppich, oh mein Gott, Alter. Gut, wir gucken mal, was Hoteldach, ne? Gucken wir mal. Schauen wir mal. So. Sehr gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Mit Puma geht es gut, sehr schön. So, Hoteldach reparieren. Also von vorne sieht es schon mal relativ gut aus. Was hat sich denn der Kritiker hierbei gedacht? Fehlt hier noch irgendwas? Hoteldach. Sieht doch soweit komplett aus. Verstehe ich nicht. Ja, genau, hier bei der Beleuchtung ist mir auch noch aufgefallen. Genau, wir hatten zwar hier oben die Beleuchtung überall gemacht mit den ganzen Schaltern hier. Da, ne, dass man das so ausschalten und einschalten kann. Aber wir haben das Ganze in den unteren Etagen komplett vergessen. Das heißt, da haben wir zwar bisher zwar Licht, aber das ist nicht schaltbar. Das müssen wir auch noch machen. Hatte ich mich in der letzten Folge so gefreut gehabt, dass wir fertig sind, aber dabei sind wir noch gar nicht fertig. Dumm gelaufen. Aber ich sehe gerade nicht, was hier beim Hoteldach unfertig ist. Mal gucken, vielleicht wir gucken mal von hinten und dann, ja, vielleicht finden wir da was. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Oder auch nicht. Nö, das sieht soweit relativ gut aus. Ah, jetzt fällt mir wieder ein. Vielleicht habe ich das falsch geschrieben. Ich meine gar nicht das Hoteldach, sondern von der Hütte da das Dach. Weil, jetzt fällt mir gerade wieder ein, da hatte ich auch einen kleinen, ja, eine Unvollständigkeit gesehen. Und zwar diese Schrägen, die wir hier außen sehen, da fehlt vorne ein. Und zwar da. Sieht man, seht ihr das? Da fehlt die innere Schräge. Ich gehe mal so hier. Hier sieht man das besser. Da fehlt die innere Schräge. Vielleicht meinte ich das. Das kann natürlich sein. Warum ich denn da Hoteldach geschrieben habe, ich habe keine Ahnung. Ja, weil unser Hotel ist das Ding ja halt da hinten. Das Einzige, was da noch fehlt, ist halt wie gesagt in der unteren Etage die Beleuchtung und dass das ganze Ding nicht so aussieht wie so ein Betonklotz, sondern ne, das soll ja noch ein bisschen schön verziert werden und alles gedönt. Ups, hier liegen. Die Steine müssen ja noch weg. Ja, mit einer Regenbogenaxt immer aufpassen, dass man hier nicht willkürlich alles abbaut. Das wäre nicht so schön. So, wir brauchen noch ein paar Schrägen. Natürlich drei Stück, was wunderbar überhaupt nicht funktioniert. Aber dann haben wir halt eine übrig. Ist halt so. Wie geht's eigentlich unseren Akkus? Die sind voll, die sind auch voll. Sehr schön.
Nice. Übrigens meinte Linux Dirk, dass er auch mal eine MV-Anlage noch, also dass er wieder noch was vorhat. Ich wünsche dir viel, viel Glück, mein Lieber. Also, ich meine, wenn du meine Folge geguckt hast, dann weißt du, wie sehr mir das teilweise den Schlaf geraubt hat. Ich meine, letztendlich, es ist doch ungefähr so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist zwar wesentlich komplizierter geworden, als ich dachte, aber letztendlich funktioniert ja alles. Von daher wünsche ich dir da mal viel Glück. So, komme ich da hinten ran? Gut, ich meine, Steine habe ich dabei. Dann bauen wir uns einfach mal hoch. Das müsste hier ungefähr sein. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin und du kommst dahin. Perfekt. So. Okay. Und dann können wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt eigentlich machen mit der Bahnstrecke. Ich meine, ich hatte ja gesagt. Was ist denn das denn hier? Ach so, da ist ja dieses Wassereinlass von dem unteren Wasserkraftwerk. Mit der Bahnanlage, die wollte ich ja hier auch so parallel schräg rüberziehen. Genauso wie die Brücke ja, ne, die ist ja schräg und genauso wollte ich das quasi mit der Bahntrasse machen. Hatten wir uns da schon überlegt, wo wir hier rauskommen? Oder habe ich da überhaupt irgendwas schon überlegt? Oder kann ich überhaupt, ne? Habe ich überhaupt schon irgendwie sinnvolle Denkanstöße angestoßen? Warum ist hier ein Baumstumpf? Was ist denn hier los? Das sieht ja scheiße aus. So, okay, also unser Bahngleis. Ja, eben, die sieht sowieso kacke aus mit der Bahnstrecke. Ich meine, das Gleis fortführen, dann müsste ich irgendwie nach rechts, weil hier direkt lang geht nicht, ist zu eng. Dafür ist der Baum zu groß. Und hier rechts noch ein Gleis, dann müsste ich die ganzen Felder verrücken. Ist also auch scheiße. Also ginge zwar, aber das würde eine ganze Menge Arbeit werden. Was jetzt natürlich technisch gesehen kein Problem ist, aber das wird halt eine Menge Arbeit. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir hier ein paar Felder dann machen müssen und dann die Sachen umsiedeln müssen, sondern wir müssen ja auch unter den Feldern die Wasserbecken verschieben und so ein Scheiß. Also, ne? Da wäre es ja wahrscheinlich am einfachsten, alles abzuroden und dann alles nochmal neu zu machen. Gut, wäre aber wie gesagt. Ne, wie gesagt, die Frage ist ja, machen wir ein extra Gleis oder führen wir das fort? Ich würde aber fast sagen, mit einem extra Gleis macht schon irgendwo Sinn. Dann mache ich quasi hier vorne irgendwo so eine Weiche hin. Ne, dann geht die Weiche hier so ab. Dann ist das hier quasi, ne, so ein Abstell, also so ein Kopfbahnhofsgleis für die Züge, die halt hier enden an der Stelle. Und die Züge, die halt weiterfahren, können hier quasi auf dem Gleis halten und dann geht es hier weiter hinten zu der Dorfsiedlung. Tja, damit ist also unsere nächste Aufgabe, das ganze Ding zu verrücken. Heilige Scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, auf den Kampf. Dann lade ich mal ganz kurz meine Sachen, die ich im Inventar habe, ab und ja. Das wird eine heilige Scheiße. Und mein Sprint funktioniert nicht. Achso, weil wir keine Nahrung haben. Was ist denn hier los? Äpfel! Wie kann ich denn ohne Nahrung das Haus verlassen? Das geht ja gar nicht. So. Ein paar Blaubeeren können nicht schaden. Sehr gut. So, gleich mal wieder anbauen. Dann haben wir wunderschönes Kakao. So, ungefähr. Und dann auch hier ungefähr.
So. Alter, mein Rechner rödelt einfach die ganze Zeit, weil dem genauso warm ist wie mir gerade. Das Wetter ist einfach, es ist so unendlich schwül. Es ist einfach das perfekte Wetter, um einfach morgens aufzustehen, danach direkt wieder ins Bett zu gehen und ja, den restlichen Tag einfach durchzupennen. Mal gucken, vielleicht mache ich später auch mal ein Let's Play vom Schlafen. Dann können wir alle beim Schlafen zugucken oder sowas. Keine Ahnung, ob das kreativ wäre. Ja. So, die ganzen Sachen können wir hier in die Kiste rein. Alter, 1, 2, 3, 4, 5 Stacks plus noch 34 weitere. Das heißt, wir haben 500. Muss ich gucken, dass ich nicht falsch rechne. 529 Blaubeeren. Heilige Scheiße. Das ist ja aber gar nicht mal so schlecht. So, Sandgedöns kommt da rein. Ach, seht ihr, was ich noch gemacht habe? Da habe ich. Das fällt mir gerade ein, wo ich das Ding hier sehe. Ich habe herausgefunden, woran das liegt, dass das hier nicht funktioniert hat. Und zwar hatte ich. Ich habe ja. Habe ich. Genau. Es gibt ja hier diese komische Coins-Mod, ne? Um Sachen zu kaufen und so. Da gibt es ja dieses Geld, wenn man Sachen abbaut, kommt man ja Taler dafür. Und diese Mod überschreibt dadurch ein paar Rezepte. Das heißt, normalerweise, wenn man Sand abbaut, gibt es ein Rezept dafür intern in MyTest. So funktioniert MyTest intern. Das heißt, wenn du einen Sandblock abbaust, bekommst du dafür einen Sandblock. So funktioniert MyTest intern. Und genau diese Funktionsweise kann man umschreiben, dass man sagt, okay, wenn du einen Sandblock abbaust, bekommst du keinen Sandblock, sondern du bekommst einen Sandblock und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch noch einen Taler. Und dieses Überschreiben hat dafür gesorgt, dass normalerweise, wenn man diese Blöcke hier abbaut, also diesen Sand mit diesen Blättern, dann bekommt man normalerweise einen Sandblock. Aber das Rezept wurde nicht so umgeschrieben, dass man einen Sandblock und einen Taler bekommt, sondern tatsächlich den Block und einen Taler. Und deswegen konnte man, ne, wenn man das abgebaut hat, hat man auch tatsächlich so einen Block bekommen. Und die Mod habe ich jetzt entsprechend, ja, manuell selber ein bisschen bearbeitet, dass man jetzt, wenn man diese Blöcke platziert, man tatsächlich wieder Erdblöcke bekommt. Yay! Das heißt, jetzt haben wir nicht diese ganzen komischen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinge heißen. Konfuzius oder so ein Scheiß. Was? Spaß. So, das heißt, wir können auch hier unten mal die ganzen Blöcke abbauen, die wir platziert haben, wo auch immer die sind. Nani, wo sind denn die? Wer hat noch hier unten Sandblöcke platziert? Oh, da habe ich die schon abgebaut. Kann sein, dass ich das Ganze schon mal erzählt hatte. Was denn allerdings die Frage aufwirft, warum wir noch welche im Inventar hatten. Ja, nee, die Sandblöcke sind alle weg. Ja, Sakrileg. Dann, gut. Sehr suspekt. Verstehe ich nicht. Gut, auf jeden Fall, ja. Interessant. So, Holz kommt mal hier unten rein. Du auch. Du bist im weitesten Sinne auch Holz. So, wir haben ganz viel Baumwolle. Sehr schön. Wohin mit der Baumwolle? Gut, die kommt ins Lager später. Alter. Holz, Holz. Werkzeuge kommen nach unten. Da rein und da rein und oh mein Gott. Da rein, du auch da rein. Du warst, glaube ich, hier. Nein, warst du nicht. Dann warst du vielleicht da. Nein, warst du auch nicht. Falle des Dünger. Was hier? Nein, auch nicht. Ach doch, da. Alles gut. Genau, du auch. Und die Baumwolle, die kam, wie gesagt, ins Lager, soweit ich weiß. So. Okay, dann mache ich schon mal Feierabend hier. Bis dann. Nein, da.